Wir sind hier am Stadtbahnhof in Eppstein und hinter uns hat eine neue Corona-Teststation aufgemacht. Rechtzeitig vor Weihnachten haben Sie die Möglichkeit, sich hier auf das Coronavirus testen zu lassen. Und bei mir ist der Herr Gill, der das mitorganisiert hat und die Firma hier nach Eppstein geholt hat. Vielen herzlichen Dank, dass das klappt. Sehr gerne. Und Dankeschön, dass Sie in Eppstein diesen Test anbieten. Ja, sehr gerne, ja. Ja, wie läuft das Ganze denn? Ja, es läuft so, die Kunden können sich auf unserer Webseite registrieren, www.coronatestdrivein.de. Das kann man hier auch über einen QR-Code abscannen. Dort kann man einen Termin buchen, seine persönlichen Daten angeben und dann eben mit dem QR-Code, den man dann in der E-Mail bekommt, hier vorfahren. Der wird dann gescannt. Dann hat man quasi hier die persönlichen Daten gleich. Das ist wie eine Kundennummer, die man auch wiederverwenden kann. Dann wird der Abstrich vorgenommen und nach dem Abstrich kann man schon direkt weiterfahren und bekommt das Zertifikat etwa 15 bis 30 Minuten später per E-Mail zugeschickt. Das hört sich gut an. Ist eine gute und wichtige Sache. Wichtige Sache, bleiben Sie gesund. Alles Gute und dazu soll ein bisschen hier diese Teststation mithelfen. Ja, vielen Dank. Guten Morgen, hallo. Perfekt. Da habe ich Sie. Alexander Simon, richtig? Genau, richtig. Perfekt. Nur ein Perso fragen. Ich tue gerade noch. Ja, Ausweis bitte. Vielen Dank. Nicht abbauen, ich gehe kurz ins Zettel. Vielen Dank. Jawohl, danke. Morgen. So, ich würde sagen. Jawohl, geht's los. Prima, vielen Dank. So einfach ist es also möglich, direkt aus dem Auto, aber natürlich sind auch Fußgänger hier gestattet und willkommen hier am Testzentrum am Stadtbahnhof in Eppstein.